Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich hätte es nicht gedacht, ich war hier in Toulouse und plötzlich treffe ich auf jemanden, der Deutsch kann. Das ist der Lukas. Hallo Lukas. Servus. Was machst du hier bei Airbus in Toulouse? Ja, ich bin hier eigentlich nur temporär. Ich bin eigentlich bei Airbus, eigentlich bei Airbus in Friedrichshafen, also im Süden von Deutschland. Und ich bin hier, um mich um die MLI zu kümmern und da die ganzen Aktivitäten so ein bisschen zu koordinieren. MLI, das ist das Zeugs außen dran. Genau, das ist Geschenkpapier. Also man sieht so ein bisschen, was jetzt hier um die Antenne rum, auf der unteren Seite die grauen Fetzen und auch oben, das ist jetzt bei uns hier die MLI. Also das, was die meisten Leute auch so ein bisschen an, sag ich mal, auch Raumschiffen und Satelliten kennen, wo sie sich wundern, was ist da golden dran oder was glänzt da so, das ist im Prinzip, für was steht MLI? Ja, das ist Multilayer Insulation, also einfach mehrlagige Isolation. Das sind ganz viele kleine Folien, die nacheinander kommen. Hat den Sinn, so ein Spacecraft fliegt durchs Weltall, da ist halt leider kalt. Mhm. Oder in unserem Fall, wir fliegen noch an der Venus vorbei, da ist es halt leider sehr warm. Mhm. Und nachdem die ganzen Instrumente halt ein relativ geringes Temperaturband haben, in dem sie sich wohlfühlen, haben wir die MLIs, die dann das ganze Spacecraft isolieren und eben den Thermalhaushalt da so ein bisschen regeln, dass man nicht zu viel Wärme abgibt, weil alles, was man Wärme abgibt, müssen die Solar Arrays wieder als Strom produzieren für die Heizleister. Mhm. Und wenn man zu wenig abgibt, dann überhitzt das Ding halt einfach und dann ist auch blöd. Es gibt immer diesen Vergleich von wegen mit der Isolierdecke aus dem Erste-Hilfe-Kasten beim Auto. Ja, das ist tatsächlich ziemlich genau das Gleiche. Also es ist ein bisschen anderes Plastik, aber schaut genauso aus. Das ist ja auch auf der einen Seite ist so mit Aluminium bedampft. Das ist, haben wir im Prinzip auch bei ganz vielen. Wir haben bei uns jetzt hier die interne MLI, also wir haben im Spacecraft auch auf der Innenseite viel MLI, um die einzelnen Units voneinander zu isolieren. Und die sind auch mit eben VDA bedampft, dieses Vapor Deposited Aluminium, also genau das, was man aus dem Erste-Hilfe-Kasten kennt. Außen haben wir jetzt ein bisschen anderes Material drauf. Das sieht man, das ist dieses Graue, das nennt sich Stummet. Und auf der uns jetzt abgewandten Seite, die du ja vorhin schon gesehen hast, ist das Black Captain, nennt sich das. Ich meine, das ist ja eine abgefahrene Mission, ein abgefahrener Satellitenbus oder beziehungsweise eine Raumsonde. Ich bin da fast schon ehrfürchtig in diesen Reinraum reingegangen, weil ich meine, das ist das erste Mal, dass die ESA komplett eigenständig, auch mit eigener Rakete, mit eigenem Spacecraft, so weit raus ins Solar System geht. Und also mein Gehirn platzt da, wenn ich mir denke, das Ding wird am Jupiter sein unter die Mondenuntersuchung. Ja. Also genau. Hat man das auch, wenn man dann irgendwie so eine Arbeit zugeteilt wird, dass man ehrfürchtig wird, oder ist das eigentlich schon normal? Nee, das ist total so. Also das geht auch nicht komplett weg. Okay. Also es bleibt von Anfang bis Ende. Es ist irgendwas Spannendes, es fliegt ins All. Das ist nach wie vor faszinierend. Was ist eigentlich dein Hintergrund? Also was hast du studiert? Also ich bin Maschinenbauingenieur. Mhm. Ich habe in Karlsruhe studiert. So ganz langweilig wie alle anderen auch. Und genau, bin dann fast so ein bisschen durch Zufall hier reingerutscht. Habe meine Abschlussarbeit bei Airbus geschrieben gehabt und bin dann seitdem hier geblieben, also in Friedrichshafen, genau. Und jetzt bist du im Prinzip mit Juice hierher gekommen oder ist Juice hergekommen und du kommst jetzt für einen speziellen Prozess wieder her? Also Juice war ja ursprünglich, also war erst in Lampolzhausen für die ganze Propulsion-System, dann ist es nach Friedrichshafen gekommen, wo es dann zum ersten Mal eigentlich fertig zusammengebaut wurde. Ist dann von Friedrichshafen, wo ich dann auch ins Projekt dazugekommen bin, nach Holland gekommen, zur ESTEC, also zur ESA-Zentrale da, für den ersten Thermal Vacuum Test. Und von da aus ist es dann erst hierher gekommen. Und ich bin eigentlich jetzt immer da, wenn so MLI-Aktivitäten anstehen, weil wir haben natürlich für den ersten T-Vac-Test alles zubauen müssen, weil in der Kammer war es halt, wir hatten außen kalt, wir hatten flüssig Stickstoff gekühlte Shrouds, also die Kammerwände werden flüssig Stickstoff runtergekühlt, um das Kalte vom Weltall zu simulieren. Wir hatten aber auch einen Sonnensimulator, der dann das ganze Ding wieder aufgeheizt hat. Und da wäre es schon ganz gut, wenn das Ding dann auch thermal so stimmt, wie es am Ende ist. Und genau, aber nachträglich mussten wir ein paar Instrumente tauschen. Wir mussten die Testinstrumentierung austauschen und dafür mussten wir alles wieder aufmachen. Und jetzt sind wir gerade wieder so an dem Punkt, dass es jetzt so ungefähr am wenigsten MLI dran ist, wie wir jetzt nach dem letzten Test hatten. Und jetzt fangen wir langsam wieder an, die MLIs zu integrieren und uns für den nächsten T-Vac-Test vorzubereiten und dann eben auch für die Launch-Kampagne. Dieser nächste T-Vac-Test, der wird, glaube ich, auch hier gemacht, dann in der Vakuumkammer. Genau, ein Raum weiter. Ein Raum weiter und dann, also das, dieser Test mit der Kälte und der Sonne, das konnte man nicht hier machen, sondern muss man im Prinzip ans ESTEC gehen. Genau, die ESTEC hat da einen riesen Sonnensimulator drinstehen. Hier gibt es auch einen, ich weiß nicht, ob der die Leistung aufbringt.
also das Ding fliegt ja eben an der Venus vorbei. Also es ist schon relativ nah jetzt an der Sonne, so im Vergleich zu Erde oder Jupiter. Mhm. Und genau da waren wir dann halt dafür cool. Da. Also das heißt so im Prinzip so dein Baby oder dein Hintergrund oder wo du eingesetzt bist, ist das Thermal Engineering? Ich weiß gar nicht, sagt man da Thermal Engineering auf Deutsch? Nee, wir nehmen das Englische einfach. Ja. Wenn du auf einer Party irgendwie jemandem erklären müsstest, so möglichst cool, was du tust, wie würdest du das machen? Oder also nur mit Angebersprüchen oder irgendwie... Das habe ich gar nicht so. Also ich würde wenn dann sagen, ich mache das Geschenkpapier. Und genau. Understatement, typisch deutsch. Ja. Nee, muss am Ende funktionieren. Ja. Genau. Ich habe zwar nicht Maschinenbau studiert, aber ich habe mit den Maschinenbauern zusammen Schiffbau studiert. Und ist ja schon so, dass man im Studium da sitzt in dieser Vorlesung und denkt, okay, das brauche ich nie wieder. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, du dachtest, dass du das nie wieder brauchst und das fliegt dir andauernd jetzt um die Ohren? Das Ding ist Thermodynamik. Ich bin Thermalingenieur, aber ich habe nicht auf Thermodynamik vertieft. Ich bin tatsächlich auch in Richtung Strömungsmechanik gegangen. Und ja, jetzt hat mich die Thermodynamik wieder eingeholt. Thermodynamik ist witzig, weil Thermodynamik ist eine meiner besten Klausuren gewesen, aber das habe ich völlig auf Bulimie lernen gemacht und ich ärgere mich zu Tode, weil das im Prinzip... ich hatte das für die Klausur gelernt, aber ich habe es eigentlich nicht tief genug verstanden. Also das heißt, das holt mich jetzt auch immer wieder ein und Thermodynamik ist einfach ein sehr, sehr komplexes Feld. Und aber eigentlich jedes Problem kann man eigentlich irgendwo wieder auf die Thermodynamik runterbrechen. Ja, es ist, steckt in vielen mit drin. Als mir gesagt wurde, ich werde hier einen Ingenieur treffen, der Deutsch spricht, sagt, oh, der wohnt ja bestimmt seit Jahren und er kennt die Abgründe zwischen deutsch-französischer Freundschaft und wie das so eine Arbeitskultur ist. Jetzt bist du nur ausgeliehen, aber schon... auch eine längere Zeit hier, das heißt nicht irgendwie nur tageweise, oder? Nee, also ich bin jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt insgesamt waren, es müssten so um die 40 Wochen sein, die ich jetzt in Holland und auch hier verbracht habe. Also so ein paar Tage sind schon. Genau. Und würdest du sagen, es gibt schon so ein bisschen Unterschiede bei, ich sag mal, Arbeitskultur oder von den Unternehmen? Ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie beides Airbus, was da grob draufsteht, aber trotzdem sind die Unternehmen ja ganz woanders. Ja, es gibt schon Unterschiede, also... Man merkt so ein bisschen in Arbeitsweise, in Organisationsstruktur und dem Ganzen. Aber es ist eigentlich, man ergänzt sich ganz gut am Ende. Und es ist sehr angenehm. Gerade in Holland hatten wir ein Team, das war total bunt gewürfelt. Wir hatten Spanier, Deutsche, Franzosen und noch Österreicher. Und die mussten alle zusammenarbeiten. Und hat erstaunlich gut funktioniert. Und wir haben es am Ende irgendwie hinbekommen. Genau. Das ist ja eigentlich auch was Cooles, wenn man dann so ein großes Unternehmen hat, wenn man denn diese Möglichkeiten hat, entweder diese Standorte zu wechseln oder halt einfach mal andere Leute kennenzulernen. Also in so meinem Umfeld kenne ich Leute, denen oft irgendwo an einem Standort irgendwie mal die Decke auf den Kopf fällt. Und dann ist ja eigentlich fast wie eine, ja, ich nenne es jetzt mal Abenteuerurlaub oder meine Arbeiten von woanders. Ist das auch für dich so? Also macht dir das Spaß? Also sagst du, das ist mal rauskommen und das ist irgendwie neuer Input? Ja, auf jeden Fall. Also gerade nach der Uni, ich bin jetzt ja relativ frisch noch von der Uni, sind jetzt 4 Jahre knapp. Und es ist natürlich total cool, noch jetzt hier rumzukommen und eben auch Holland da zu sehen, die ESA sich anzugucken, jetzt hier zu sein, das hier alles zu sehen. Das ist schon eine sehr coole Gelegenheit. Cool. Und gerade in der Firma, es wird gefördert, dass man die Standorte wechselt, dass man sich auch mal andere Länder anguckt. Also da werden einem definitiv keine Steine in den Weg gelegt. Cool. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben für das Interview, auf was seid ihr hier am Standort besonders stolz? Das kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht so beantworten. Könntest du sagen, von wegen was in Friedrichshafen was ist, was da besonders cool ist, was hier nicht gibt? Also in Friedrichshafen sind wir natürlich riesig stolz auf unseren Rheinraum. Wir haben einen von Europas größten Rheinraum, wenn nicht sogar den größten, das müsst ihr jetzt eher besser wissen. Da bin ich nicht so richtig informiert, aber der ist super neu. Der ist in Betrieb genommen worden, als ich schon in der Firma war. Und genau, also es ist so ein bisschen die, hier in Toulouse wird mehr Telekom-Satelliten und so, wird sowas gebaut. In Friedrichshafen haben wir mehr Radarsatelliten und so ein bisschen Earth Observation. Genau. Und warum muss der so groß sein? Ist es, weil da so viele Satelliten reinpassen? Weil das jetzt ja im Prinzip, das sind ja auch schon riesengroße Rheinräume und einfach, weil man viele Dinge gleichzeitig macht? Oder, Sowohl als auch. Also es gibt einerseits, es stehen natürlich immer mehrere Satelliten im Rheinraum. Man sieht jetzt hier nur den einen, aber wenn man hinten um die Ecke geht, da kommt nochmal eine Riesenhalle. Ich weiß nicht, ob du vorhin mal hinten warst. Ja, ich war eben kurz drüber, ja. Genau, wo halt super viele Satelliten dann rumstehen. Haben wir in Friedrichshafen haben wir nicht ganz so viele, aber es sind auch schon jetzt 1, 2. Und genau, es gibt natürlich auch große Satelliten, die müssen auch irgendwo gebaut werden, müssen irgendwo in eine Halle passen und dadurch werden die dann relativ groß.
bei der Reinraumgeschichte, ich weiß gar nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber das Ding wäre ja zum Jupiter und soll der auch irgendwo auch nach Leben suchen oder gucken, ob man da vielleicht mal später Leben finden könnte. Wenn wir jetzt reingehen, weißt du zufälligerweise, wie sichergestellt wird, dass wir da kein Leben mit hinbringen? Da bin ich jetzt absolut nicht der Fachmann für. Also im Reinraum haben wir natürlich gewisse Schutzmaßnahmen. Wir haben immer die Reinraumanzüge an, immer mit Handschuhen arbeiten. Jetzt bei dem Satelliten arbeiten wir auch alle mit Mundschutz, Mund-Nasenschutz. Mhm. Auch, ja, ist es nicht nach Corona, aber wir haben im Reinraum immer noch alles an. Du hast ein Haarnetz an, die Reinraumkittel. Also man bemüht sich schon sehr. Auch die ganzen Einzelteile werden alle, sind alle komplett gereinigt. Größtenteils im Reinraum gefertigt, werden geputzt mit reinem Alkohol. Also da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass man da nichts einschleppt. Ja, ich durfte auch noch nicht mein ganzes Equipment reinnehmen, sondern es war eine ganz kleine Auswahl und die musste auch komplett sauber gemacht werden mit Alkohol. Ja. Und so ein bisschen wieder auf dieses Kulturding. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass man in Deutschland sich ja schon mit dem Thema Stolz so ein bisschen schwer tut. Wir hatten vorhin das ja auch mit dem vorigen Understatement oder so weiter, ne, dass man irgendwie vielleicht auf seine Erfolge oder irgendwas, was besonders ist, nicht so damit nach außen kehrend ist. Ich glaube, das Klischee ist, dass Frankreich da besser ist. Mein Kanal, der versucht natürlich irgendwo die Leute für Raumfahrt zu begeistern und irgendwie diesen Drive zu schaffen, zu sagen, hey Mensch, wir machen da was, das ist was Einmaliges, nicht nur auch, also europäisch sowieso, aber auch eigentlich weltweit Einmaliges und worauf man schon auch irgendwo als Europäer stolz sein kann, weil wir als europäische Wertegemeinschaft uns entschieden haben, das Ding zu bauen. Wie siehst du das? Ich finde, man kann schon stolz auf die Missionen sein, die da gefördert werden, die da von der ESA durchgeführt werden und finanziert werden. Muss nicht in Europa aufhören, einfach, wenn man, auch wenn man über den Teich guckt, jetzt gerade mit James Webb, ja auch, da kennst du dich wahrscheinlich noch besser aus als ich, das ist ja auch schon eine Riesengeschichte. Und auch da ist ja auch weltweit von allen möglichen Seiten was eingeflossen. Da kann man schon, finde ich, auch sich gut und einfach dafür faszinieren. Und vielleicht auch, dass die Menschheit es geschafft hat, so weit zu kommen, dass diese Art von Technologien überhaupt möglich sind. Das ist ja auch nicht eine Einzelleistung, eine irgendwie amerikanische Leistung, europäische, französische oder whatever, sondern im Prinzip irgendwo die Menschheit hat es so weit geschafft. Ja. Also es ist jetzt, ja. Ja, und man muss, es arbeiten in den meisten Projekten, würde ich fast sagen, eigentlich alle irgendwie zusammen. Also wir haben ja hier auch amerikanische Instrumente dabei. Genauso hatte James Webb europäische Instrumente dabei. Da ist viel Austausch da. Und zusammen kommt man einfach am weitesten. Du steckst da jetzt schon doch deutlich mehr drin als ich in Juice. Aber was wäre jetzt an Juice, wo du sagst, oh, damit kann man auch Leute begeistern, die vielleicht nicht so in der Raumfahrt drin sind. Also wo du gemerkt hast, wenn du dich mit Leuten unterhalten hast, wenn du von dem Instrument oder von dem Teil der Mission gesprochen hast, dass dann die Leute plötzlich große Augen kriegen oder mehr davon wissen wollen. Ja, ich glaube, bei Juice ist es tatsächlich die Gesamtmission. Also das Hauptding ist ja, wir schauen uns die Monde vom Jupiter an. Einfach weil die Bedingungen eventuell so sein könnten, dass dort Leben möglich ist. Da gibt es die Ozeane, die Eisplatten. Man geht davon aus, dass da flüssiges Wasser ist. Und das sind jetzt alles so Sachen, die sind schon eigentlich relativ cool. Und Juice fliegt halt hin, um sich das mal genauer anzuschauen und zu gucken, wie oder ob da Möglichkeiten zum Leben herrschen. Wir haben auch auf der anderen Seite den Magboom dabei. Also eine von den Hauptaufgaben von Juice ist auch zu gucken, ob es da Magnetfelder gibt, die natürlich auch nochmal lebensfördernd sind. Also die ganze Mission an sich ist schon eigentlich eine sehr coole Mission. Was glaubst du, werden Menschen mal so weit kommen wie Juice? Ich hoffe. Ja, irgendwann denke ich schon. Die Frage ist, wie lange es bis dahin dauert. Cool. Juice ist schon so ein einmaliges Ding, würde ich sagen. Also ich denke immer, für mich ist es das Abgefahrenste, was die ESA bisher gemacht hat. Und ich hoffe, dass es danach einfach so weitergeht, dass man sagt, hey, das haben wir hingekriegt und jetzt next step und so. Gibt es irgendwas, was du dir an Exploration oder an Forschungsmission oder an Raumfahrt wünschen würdest, was noch passiert und du das mitkriegst oder im besten Fall sogar mit dran arbeiten kannst? Ja, ich bin natürlich, fände es wahnsinnig cool, wenn wir irgendwann nochmal auf Besiedlung, Mond oder Mars oder sonst was irgendwo kommen. Das ist, glaube ich, für jeden so ein Sci-Fi-Traum. Aber ich stecke zu sehr im Engineering und zu wenig in der im Missionsdesign, dass ich dazu wirklich viel sagen könnte. Aber dieser Traum ist schon da oder diese Vorstellung, dass man sagt, ey, also ich kenne das, wenn ich hoch zum Mond gucke und mir vorstelle, ey, da waren mal Leute, die sind da rumgelaufen und
da werde ich ehrfürchtig. Und ich denke mir so, ey, wir gehen da wieder zurück und, keine Ahnung, wir bauen da eine Basis oder so. Und dann die Vorstellung zu sagen, okay, da können Leute dauerhaft wohnen und vielleicht irgendwie, das, weißt du, so wie mit den USA, da sind Siedler hingekommen und irgendwie, es hat sich so weiterentwickelt. Ne? Ja, das ist schon eine sehr coole Vorstellung. Mhm. Und ich hoffe, dass wir da noch viel erleben werden. Weil gerade mit dem Start von Artemis, glaube ich, ist es sogar möglich. Mhm. Ich habe Philipp, den Chef hier, praktisch gefragt, was sein Lieblingsuniversum ist, Star Wars oder Star Trek. Ich sage jetzt noch nicht, was er gesagt hat, was wäre dein Universum. Da wird mein Chef mich jetzt dafür hauen, aber ich bin mehr auf der Star Wars-Seite. Ja. Also bei uns, die Abteilung ist eigentlich komplett so mehr Richtung Star Trek, aber ich bin da eher Star Wars-Mensch. Vielleicht solltest du doch dauerhaft nach Frankreich kommen, weil Philipp ist auch Star Wars-Fan. Ja, das habe ich vorhin auch mitgehört. Mensch, Lukas, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass ich hier nochmal ein Interview auf Deutsch führen konnte, weil es natürlich für meine Audience noch ein besonders spannend. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dieser Mission, euch als ganzem Team, und fieber da auch auf diesen Start hin. Na. Und auch alles Weitere, was in der Raumfahrt kommt. Ich habe das Gefühl, das wird dich auch beflügeln. Und, auf jeden Fall. Cool. Vielen Dank dir.